Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich habe euch am 25. November ein Video hochgeladen und gezeigt, wie ich aus einer Hose und einer Tischdecke diese Tasche genäht habe. Am 9. Dezember habe ich euch gezeigt, wie ich aus Stoffresten dieses Accessoire Reißverschlusstäschchen gemacht habe. Ich habe vom Schneiden der Kaleidoskope Stoffreste, das sind immer sechs gleiche Lagen. Das hier ist das größte Stück. Und ich habe von einem anderen Projekt, auch mit Kaleidoskopen, auch noch so Reststücke. Reststücke, denn wer patcht, kennt keine Reste. Und ich habe in diesem Sammler noch Reste von früheren Projekten aufgehoben. Aus diesem allen nähe ich heute ein Ornament. Ich werde es ergänzen mit weißen oder beigefarbenen Resten. Das ist von der Hose und das sind einfach irgendwelche Stücke, die gerade noch so herumlagen. Und ich habe eine sehr große Damenbluse. Ich glaube, die passt gar nicht aufs Bild. Etwa Größe 50. Die hat keine Abnäher, das heißt sehr große Stoffstücke. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass ich das als Körper verwenden werde. Ich werde das ganze Ornament am Ende zu einer Tasche verarbeiten. Alle Links zu den Projekten, die ich jetzt erwähnt habe, findet ihr unten unterm Video in der Beschreibungsbox. Da gibt es einen kleinen Text und dann steht da mehr ansehen. Das einfach anklicken, dann geht ein sehr großer Kasten auf und da findet ihr allerhand Informationen. Diese Informationen, auch wenn die Links hier oben unterm i aufpoppen, die gelten alle für Ansicht auf Laptop oder Computer. Wenn ihr die Videos auf einem Handy anschaut, dann ist das möglicherweise alles ein kleines bisschen anders. Viel Spaß beim Zusehen!
Die Schablone, die ich zwischendurch gezeichnet habe, die hebe ich mir auf. Man weiß nie, ob man die nicht nochmal brauchen kann. Dann habe ich unterwegs ziemlich viel gerechnet, wie groß die Stoffstücke sein muss, dass das am Ende alles zusammenpasst und das Futter und der Außenstoff, dass das alles die richtigen Maße hat. Ich habe euch das heute im Video nicht vorgerechnet, aber ohne Mathematik geht kein Nähprojekt. Zumindest nicht, wenn man seine eigenen Entwürfe näht. Die Stoffe, die ganzen Stücke, die ich euch am Anfang gezeigt habe, habe ich doch nicht verwendet. Und ich habe auch von meinen 6er Resten noch etwas übrig. Das geht zurück in die Sammelmappe. Dann habe ich ja die Tasche aus dieser Damenbluse gemacht. Das ist das komplette Vorderteil, das habe ich noch übrig. Die Ärmel und der Rücken sind weitestgehend verbraucht. Ich habe aber noch hier so kleine Stücke. Die großen werde ich aufheben. Also wenn ihr auf dem Flohmarkt Material sucht, um aus Alttextilien etwas Neues zu nähen, am besten immer große Sachen suchen. Also ich fange immer bei den Herrenhemden an und bei den großen Damengrößen. Auch sehr dankbar ist Bettwäsche und Tischwäsche, eine große Tischdecke. Dann habe ich hier das Herrenhemd. Da sind auch noch Stücke übrig, die wickle ich auch sauber auf, geht in die entsprechende Bananenkiste. Und dann habe ich ganz kleine Reste, die man also wirklich nicht mehr aufheben muss. Die hebe ich aber auf, und zwar habe ich durch die Katzen in meiner Badewanne immer sehr viel Katzenhaare und Fusseln. Und bei mir läuft das Wasser der Waschmaschine durch die Badewanne ab, und das mache ich dann mit so kleinen Stoffresten. Einfach in den Müll, dann brauche ich kein Toilettenpapier zu verwenden. Das Geklimper im Hintergrund ist Katze Salome. Wem die Nähanleitung der Tasche ein bisschen kurz geraten ist, ohne Erklärungen, ich habe das früher schon mal hier erklärt. Also diese Tasche ist nach absolut dem gleichen Muster genäht, dem gleichen Arbeitsablauf. Ich mache euch den Link nochmal hier oben oder unten in der Beschreibungsbox. Das Video ist allerdings schon ein paar Jahre alt. Ich glaube 2019 habe ich das schon gedreht. Da hatte ich noch die alte Kamera und eine ganz andere Schnittprogramm und eine andere Tontechnik. Also es ist nicht ganz so toll von Bild- und Tonqualität. Aber die Nähanleitung ist da erklärt in Worten und 1:1 übertragbar. Zum Nähen aus Stoffstücken aus diesen 6er Stücken. Also das ist nicht schwer, erfordert aber sorgfältiges Arbeiten, denn die 6 Teile müssen ja wirklich absolut identisch sein, sonst gibt es nachher kein schönes Muster. Und man braucht auch ein bisschen Vorstellungsvermögen, dass man ein bisschen abschätzen kann, wie es am Ende aussieht, denn das kann auch schief gehen. Ich habe das schon mal hier gemacht.
Auch davon gibt es ein Video, Katze Salome. Ich mache auch hier nochmal den Link unten und hier oben. Ja, und jetzt zeige ich euch nochmal die Tasche. Ich habe die jetzt gefüllt mit lauter leeren Eisschachteln, die ich über den Sommer leer gegessen habe. Ich trage meine Taschen gerne so. Dann habe ich die Hände frei und sie geht mir nicht verloren. Also ich finde die Tasche gelungen. Das Motiv. Ich weiß nicht, ist das eine Blume für euch? Ist das ein Stern? Oder ist das ein Windrad? So ist es eben geworden. Und dadurch, dass ich es nicht sechseckig gemacht habe, sondern das letzte Stück hier schon Hintergrundstoff, also es ist ein Sechseck, aber das letzte Stück hier ist bereits im Hintergrundstoff genäht und darum sieht es nicht aus wie ein Sechseck. Also es geht so schön weich in den Hintergrund über. Also es gefällt mir gut. Auch die Tasche gefällt mir gut. Ich hatte Glück, ich hatte die passenden Reißverschlüsse in einer schönen Farbe. Und großes Glück, ich hatte sogar zwei gleiche Reißverschlüsse, einen langen für oben und einen kurzen für die Tasche. Das mit der Tasche ist wirklich sehr ärgerlich. Ich drehe es schnell weg, dass man es nicht mehr sieht. Gut. Wenn euch meine Tasche gefällt, wenn euch mein Muster gefällt, wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt, mit und ohne Pannen, dann abonniert ihr am besten den Kanal. Ich verbleibe bis zum nächsten Video, eure Angelika, und wünsche Gottes reichen Segen.